Mir soll die Hand abfaulen, bevor ich davon etwas mitnehme. Ein unglaubliches Sammelsurium aus alten Degen, Pistolen, Uniformen, Schiffsglocken, Radios. Solange es alt ist, wird es hier verkauft. Ein Abführmittel. Damit lässt sich bestimmt früher oder später etwas anstellen. Eine große Keramikschale aus der Küche. Der Trinknapf aus Fullers Hinterhof. Den wird keiner vermissen. Der gehörte früher dem Hund von Fullers Mutter, aber die verhätschelt die kleine Töle eh von Kopf bis Fuß. Ein billiger Kugelschreiber. Sogar mit Original-Bissspuren. Ein kleiner Kanister mit Fotoentwickler aus Fullers Keller. Er ist randvoll. Eine Flasche mit destilliertem Wasser. Man benutzt es unter anderem, um die Entwicklung von Filmen und Fotos zu stoppen. In der Flasche ist noch etwas Fixierer. Man benutzt ihn, um die Entwicklung von Fotofilmen zu stoppen. Gefüllt mit Wasser ist der Wasserkessel noch ein gutes Stück schwerer. Eine Flasche Essig aus dem Diner. Sie ist nur noch 2 Finger breit gefüllt und etwas klebrig an der Außenseite. Das Etikett hat sich auch schon halb gelöst. Ein Abschleppseil aus Fullers Hinterhof. Es sieht aus, als würde es locker 1 Tonne Gewicht halten können. Wenn mir jemand sagen würde, der alte Fettsack verklappt Giftmüll, ich würde es ihm zutrauen. Das ist das Fenster von Fullers Büro. Er ist nicht drin. Es bringt doch nichts, wenn ich mich da wieder reinschleiche. Ich muss erst Fuller aus dem Laden locken, damit ich mich um Angelinas Fotos kümmern kann. Das Gitter ist sehr schwer und am Beton festgerostet. Da müsste man schon enorme Kraft aufwenden, um es aufzubekommen. Wozu sollte ich mir das antun? Tolle Idee. Fehlen noch Salz, Pfeffer und etwas Öl. Dann kann ich ein Dressing machen. Mit Hundekuchengeschmack. Nein. Das Fenster ist vergittert. Die Stäbe sehen ziemlich kräftig aus und sind in der Wand eingemauert. Ich frage mich, wen er für das Design des Elchs übers Ohr gehauen hat.
Oder er hat das Bild nicht machen lassen, sondern einfach nur geklaut. Ich kann nicht zurück. Was soll ich da? Von der Polizei halte ich Abstand. Ich finde viele Gebäude hier im Zentrum recht groß und protzig für so eine kleine Stadt. Besonders das Rathaus. Früher muss die Stadt mal sehr wohlhabend gewesen sein. Vielleicht wurde erfolgreich Walfang betrieben. Oder sie haben, wie wir in Boston, ihr Geld im 19. Jahrhundert mit dem Verkauf von Eis gemacht. Neuengland-Eis wurde in die ganze Welt verschifft, bevor es Kühlschränke gab. God bless America. Eine rot-weiß-blaue Lichterkette. Wie hübsch. God bless America. Nein, wirklich nicht. Bezaubernd. Das ist stinkender Müll und ich habe kein gesteigertes Interesse daran. Die Spezialität sind natürlich Hummer, wie überall hier in der Gegend. Ich muss gestehen, dass sie ziemlich lecker sind. Hier gibt es alles, was man in einem Diner erwarten würde. Vom Frühstück, Lunch, Kuchen bis hin zum Dinner. Wenn ich mir jetzt die Taschen mit Brot vollstopfe, fühle ich mich auch nicht besser. Was wäre eine 50er-Jahre-Kneipe ohne Jukebox? Ich kann nur mit dieser heile Welt und was sind wir nicht alle gut drauf Musik nicht viel anfangen. Ein großer, hässlicher Plastikhummer. Nicht gerade appetitanregend. Sollen wohl sowas wie Bullaugen darstellen. In Wahrheit sind es verglaste Schaukästen. Die Rückwände der Schaukästen sind blau angestrichen. Sie zeigen beide Unterwasserszenen mit Plastikfischen und Hummern. Ich weiß nicht, ob der Laden läuft. Jedes Mal, wenn ich hier bin, sind zwar ein paar Leute da, aber ob das reicht? Reich wird man damit sicherlich nicht. Sorry, Mrs. Biber? Ich arbeite nicht mehr für Fuller. Gut für dich. Ich weiß nicht, was zwischen Ihnen und Fuller läuft. Aber ich habe damit nichts zu tun. Darf ich Ihnen einige Fragen stellen? Wenn's nicht so lange dauert. Können Sie mir etwas über eine Carrie erzählen? Sie soll sich umgebracht haben. Ja, ja, Carrie. Das war ein ganz liebes Mädchen. Immer hilfsbereit, immer freundlich. Sie wollte hier einen Kindergarten eröffnen. Es gibt hier in der Gegend nicht viele solche Einrichtungen. Und die Eltern müssen ihre Kids dafür ewig durch die Gegend kutschieren. So ein hübsches Mädchen. Hatte noch das ganze Leben vor sich. Ich habe ein Foto von ihr in Fullers Schaufenster gesehen. Sie war wirklich sehr hübsch. Wenn ich das nur geahnt hätte. Das arme Ding. Wie meinen Sie das? Ach, nicht so wichtig. Es ist sowieso zu spät. Was können Sie mir über Biddeford sagen? Ich bin hier aufgewachsen. Eigentlich wollte ich hier schon vor Ewigkeiten wegziehen. Das hat wohl nicht geklappt. Mit 17 habe ich meinen Mann kennengelernt und wir haben dann hier das Diner eröffnet. Es war eine wundervolle Zeit. Ah, ja. Ich konnte ja nicht wissen, dass er sich so
dass er mich... Ich muss weiterarbeiten. Willst du noch was? Ein Münzfernsprecher. Außer Betrieb steht da. Mama hat erzählt, wie sie nach ihrem Autounfall lange fürchtete, den Rest ihres Lebens in so einem Ding verbringen zu müssen. Ihr Rücken war schwer verletzt und niemand konnte ihr sagen, ob sie je wieder laufen könnte. Wie durch ein Wunder blieb ich bei unserem Autounfall damals unverletzt. Meine Mom war monatelang im Krankenhaus. Mein Vater ist noch am Unfallort gestorben. Ich war damals vielleicht 3 Jahre alt. An den Unfall kann ich mich nicht erinnern. An meinen Vater auch nicht. Einige Hochglanzzeitschriften und ein Gesundheitsmagazin. Na gut, ich nehme das Modemagazin hier und die Autozeitschrift mit. 2 Zeitschriften. Schon etwas zerknittert und auch schon einige Monate alt. Wenig Text, viele Bilder. So mögen es die Kunden von diesen Glitzerweltheftchen. Schauen Sie, ich habe einige von Fullers älteren Arbeiten. Tatsächlich? Zeigen Sie her. Welche Bilder sind von ihm? Das da. Und das auch. Und hier ist auch noch eins. Genau, das hier. Die sind ja wirklich hervorragend. Alles nur, um Geld zu verdienen. In Wahrheit ist er ein Künstler. Verstehen Sie? Aber das Projekt hier in Biddeford ist seine wahre Leidenschaft. Unerkannt unter uns gewöhnlichen Menschen zu leben und an seinem Meisterwerk zu arbeiten. Können Sie sich vorstellen, was es für eine Überwindung für einen kultivierten, gebildeten Mann wie Fuller sein muss, ein primitives, stinkendes, schwitzendes Arschloch zu spielen? Das ist wahre Kunst. Sie sollten ihn gleich anrufen. Er kann Sie und Ihren Wagen draußen an den Klippen fotografieren. Jetzt? Gleich? Ja. Ich muss Sie leider drängen, Milady. Bald ist Redaktionsschluss in Dallas. Verstehen Sie? Oh, natürlich. Ich werde ihn vom Autotelefon zum Fotoshooting bestellen. Ausgezeichnet. Aber lassen Sie sich nicht anmerken, dass Sie seine wahre Identität kennen. Wer weiß, was das seiner Künstlerseele antun würde. Ich habe verstanden. Ich bin Ihnen so dankbar. Kein Problem. Treffen wir uns heute Abend wieder hier? Abgemacht. Unfassbar. Und weg ist er.
Ich sollte jetzt einige Stunden Zeit haben, um Angelinas Film zu besorgen und die Bilder in der Dunkelkammer zu entwickeln. Ich soll Fullers Müll durchsuchen? Das hieße, das ganze Haus zu durchsuchen. Also nein. Es kann gut sein, dass Fuller den Film mit Angelinas Bildern in den Tresor gelegt hat, bevor er zum Shooting gefahren ist. Der Tresor ist natürlich abgeschlossen. Sogar Fuller hat gerafft, wofür ein Tresor gut ist. Hier ist eine kleine Öffnung. Da würde locker mein Finger reinpassen. Hätte sich Fuller einen dieser schicken, eckigen Vierfarbkugelschreiber gekauft, würde das vielleicht sogar funktionieren. Ich will mich nicht betrinken. Vermutlich ist es sein Originalfunkgerät aus dem Zweiten Weltkrieg. Viel neuer sieht es auf jeden Fall nicht aus. Vermutlich ist es sein Originalfunk... Was denn? Wie kommen Sie so voran? Ich bin blind. Wie komme ich wohl voran, du Trottel? Behindert Sie das sehr? Naja, manchmal. Wenn ich was nachschlagen muss. Gerade soll ich zum Beispiel den Wert dieser Münze schätzen und habe keine Ahnung, was sie wert ist. Ist ein seltenes Stück, aber schon ziemlich abgegriffen. Soll ich Ihnen dabei helfen? So siehst du aus, Bursche. Hältst du mich für dämlich? Ich gebe dir die Münze und schon bist du kleiner Punk aus der Tür. So sieht's doch aus. Ja, ja. Wie kommen Sie bei der Münze voran? Hast du nichts Besseres zu tun, als mich hier zu nerven? Wenn ich für Sie den Preis der Münze ermittle, verhalten Sie sich dann nicht mehr wie ein Arsch? Kann ich nicht versprechen. Sagen Sie mal her. Sie können die Münze in der Hand behalten. Eine Frau am Profil, einige Sterne und Zahlen. Haben Sie so etwas wie einen Münzkatalog? Ja, liegt auf dem Tresen. Herrje. Das ist ein Flowing Hair Scent Wrath Reverse von 1793. $2,400. Nicht schlecht. $2,400. Ich biete ihm 800. Der Verkäufer ist ein Idiot. Danke. Hast einen gut bei mir. Ich helfe doch gern alten, behinderten Menschen, andere Leute übers Ohr zu hauen. Gern geschehen. Vielleicht kannst du mir gleich noch einen Gefallen tun. Ich habe meinen Blindenstock verloren. Sie haben... Was? Wie verliert man denn einen Blindenstock? Nicht so, wie du jetzt denkst. Ich habe gepokert und hatte ein todsicheres Blatt auf der Hand. Konnte ja nicht damit rechnen, dass dieser Idiot aus dem Hotel einen Straight Flush hat.
Sie haben Ihren blinden Stock verzockt? Ja. Und wer hat ihn jetzt? Der Besitzer vom Wild Coast Hotel. Na schön. Da muss ich eh noch vorbei, dann frage ich ihn mal. Danke. Bist vielleicht doch nicht so ein Trottel, wie ich dachte. Da wäre noch was. Nicht herumstottern, was willst du? Wie ist so das Leben hier in Biddeford? Bist du nicht von hier? Nein. Ich gehe in Boston aufs College. So ein Intellektueller bist du, so ein Schreibtischtäter. Eine Eierbirne, die den ganzen Tag schlau daherreden kann? Nein, ich bin... Dann bist du so ein Künstlertyp. Bist deprimiert und nimmst Drogen. Hast eine Selbsthilfegruppe wegen der Probleme. Nein, ich studiere Physik. Naja, kann man brauchen. Warum bist du hier? Ich besuche meine Mutter in den Semesterferien. Sie wohnt seit einigen Monaten hier. Rebecca Michaels. Leck dich kennenzulernen, Rebecca. Oh, Mann. Kennen Sie meine Mutter zufällig? Nee, ich gehe nicht viel raus. Was will sie hier? Frische Seeluft, wa? Könnte man so sagen, ja. Altersruhesitz. Meine Mutter liegt hier im Krankenhaus. Und? Meinen Sie, dass sie dort gut aufgehoben ist? Ist sie krank? Dann wird sie in einem Krankenhaus nicht schlecht aufgehoben sein. Nein, ich meine, ob die Ärzte hier gut sind. Woher soll ich das wissen? Meinst du, nur weil ich alt bin, laufe ich jeden Tag zum Onkel Doktor und heule mich aus? Ich war seit Jahren bei keinem Kurpfuscher mehr. Ich bin kerngesund. Ja, ja. Früher waren die Leute noch aus anderem Holz geschnitzt, was? Komm du in mein Alter, dann reden wir weiter. Meine Star-Wars-Figuren gefallen mir besser. Ob Lucas jemals den vierten Teil drehen wird? Vermutlich ist es sein Originalfunkgerät aus dem Zweiten Weg. Ein schönes Stück. Ziemlich klassisch und für Mams Geschmack sieht es auch ziemlich teuer aus. Man kann das Fernrohr auf dem Stativ drehen. Obendrauf ist ein Kompass befestigt, der die Blickrichtung anzeigt.